Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier bei Elon Motors TV zu einer Ausgabe über die Winter Operations in einem Elektroauto. Wir fahren für euch heute das Tesla Model 3 Performance und untersuchen den Einfluss von Klimatisierung im Winter und schauen uns mal die Verbräuche an. Das Ganze kann man relativ linear übertragen, natürlich auf die anderen tollen Stromer, die uns da erwarten. VW ID3, Audi e-tron und Porsche Taycan. Bleibt dabei, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß dabei. Ja, zum Inhalt der Sendung. Wir fahren heute für euch über 300 Kilometer im Model 3 Performance bei winterlichen Bedingungen. Wir untersuchen den Einfluss der Klimaanlage auf den Verbrauch, analysieren dann für euch die Daten und dann gibt es noch als Schmankerl ein paar Tipps zum Auftauen des Fahrzeugs mit Hilfe der Tesla-App und geben euch das Fazit. Und los geht's, auf ins Cockpit des Model 3. Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer. Direkt aus dem Model 3 Performance auf einer Langstreckenfahrt. Es geht noch 54 Kilometer bis zum Supercharger. Wie gewohnt, Wendberg Köblitz, heute für euch eine Testfahrt unter wirklich winterlichen Bedingungen und wir wollen doch mal schauen, wie der Verbrauch ist, wenn man nicht mehr viel Strom hat und wirklich auf letzter Flamme kocht. Ihr seht, ich fahre seit 7.04 Uhr, habe jetzt schon über 108 Kilometer und in meinem Model 3 Performance 155er Schnitt. Und das ist wirklich sehr nah am typischen Verbrauch. Und ihr seht, ich fahre diese Distanz jetzt so knapp rein, dass ich 36 Kilometer zu fahren habe und habe noch 53 Kilometer im Tank. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit war gerechnet und auch im Autopiloten gefahren mit 105 km/h. Und das soll eigentlich nur zeigen, dass wenn man mal wirklich knapp mit dem Strom ist, dass man, wenn man langsam fährt, durchaus vernünftige Verbräuche erzielen kann, aber der geheime Trick dabei ist es, die Heizung auszulassen. Und den Unterschied, den werde ich euch dann gleich mal nach dem Supercharger zeigen, wie viel man dann mehr verbraucht. Also es sieht so aus, als wenn das durchaus 20 bis 30 Wattstunden pro Kilometer ausmacht, wenn man bei so winterlichen Bedingungen, es sind jetzt minus 2 Grad, wenn man da die Heizung anmacht. Und ihr seht, ich bin hier dick eingebümmelt, um diese Temperaturen zu ertragen und das alles für euch im Test. Was will ich sagen? Ich fahre jetzt seit einer Stunde hier in kalten Temperaturen. Es hat vielleicht 5 bis 10 Grad hier im Auto und deswegen bin ich auch so warm angezogen, sodass es hier aushaltbar ist. Aber das Ziel dieses Videos ist es, euch zu zeigen, wenn ihr mal wirklich knapp bei Strom seid, dann könnt ihr auch mit diesem geringen Verbrauch bei Temperaturen von minus 2 Grad fahren. Also das ist eigentlich sehr erstaunlich und dann schafft man es auch weit zu kommen. Ja, ab und zu macht man natürlich die Lüftung an, um die Scheibe zu entfrosten. Das ist natürlich klar für die Sicht, das ist klar. Aber wenn man das macht, kann man wirklich vernünftige Verbräuche fahren. Und ihr seht, 153 ist der typische Verbrauch. Ich habe das nochmal nachgerechnet. Dann seid ihr genau auf der Verbrauchslinie hier, auf der gestrichelten. Und jetzt ist auf der durchgezogenen Linie, das sind 153 Wattstunden pro Kilometer, also 15,3 Kilowatt. Damit wird der typische Verbrauch errechnet, mit dem sich diese Reichweite hier ergibt. Und jetzt bin ich mit 141 natürlich drunter und komme entsprechend weiter mit 53. Ja, am Supercharger können wir dann nochmal kurz reden. Es geht dann weiter nach Prag, da muss ich auf jeden Fall laden. Aber ich bin jetzt ganz zufrieden, dass ich heute Morgen diese weite Distanz mit relativ wenig getanktem Strom fahren konnte und sogar bei minus 2 Grad. Das ist also schon erstaunlich. Ja, guten Morgen. Wir sind jetzt angekommen. Gerade habt ihr ja gesehen, aus dem Cockpit mit knapp unter 160 Wattstunden pro Kilometer, 15,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, bin ich jetzt hierher gefahren. Es ist recht kalt, minus 2 Grad. Deswegen habe ich jetzt auch die dicke Jacke an. Und ich kann jetzt 25 Minuten nutzen, um mit dem Supercharger zu laden. Es sind jetzt knapp 135 Kilowatt, die jetzt momentan anliegen, um das Fahrzeug zu laden. Und jetzt lade ich circa 300 Kilometer und fahre dann weiter nach Prag. Und weitere Details gibt es dann. Also heute geht es um den Wintercheck, dass man auch mit ausgeschalteter Heizung relativ günstig doch zum Ziel kommt. Also wir werden dann mal analysieren, wie viel das dann wirklich ausmacht. Also wenn man knapp bei Kasse ist, beziehungsweise knapp mit dem Strom, das ist ja eigentlich das Problem, dann kann man einfach die Heizung ausmachen und dann spart man doch einiges. Also das ist erstaunlich. Das heißt, der höchste Verbrauch ist gar nicht mal, dass die Batterie zu kalt ist oder dass die Motoren laufen bei kühler Temperatur, sondern dass man durch die Heizleistung doch einiges mehr als gewohnt ist in sommerlicheren Temperaturen.
So, ich hole mir jetzt mal einen Kaffee und dann erzählen wir noch ein bisschen weiter. Ja, und ich komme zurück. Hier ist mein Kaffee und da hinten steht der Flitzer. Wie auch letztes Mal, am anderen Chargepoint ist niemand. Und hier auch der Supercharger in Wernberg-Köblitz wieder völlig unbelegt, bis auf meine Wenigkeit, die hier ständig vorbeikommt. Ja, ich habe jetzt mal geschaut, angemacht. Er hat jetzt mit 109 Kilowatt geladen, ist jetzt knapp bei 300 Kilometern und ich habe mal kurz die Heizung angemacht, um einfach jetzt ein bisschen aufzuwärmen. Nichtsdestotrotz, es geht gleich weiter. Wir wollen nochmal versuchen, wie viel denn der Verbrauch ist, wenn man die Heizung auslässt. Ihr seht winterliche Testbedingungen heute. Ich bin auch unterwegs mit den 20 Zoll Reifen. Die Pirelli Sotto Zero, die Standardbereifung hier vom Tesla Model 3 Performance. Mehr dann aus dem Auto und wir docken auch gleich ab. Ja, ihr seht, 197 Kilometer sind jetzt auf dem Teilstück. Er hat jetzt 323 Kilometer in der Batterie. Das heißt, es sollte ja eigentlich komplett reichen, wenn ich hier in der Nähe von 160 bin, wie vorher schon heute Morgen losgefahren. Also war das Endergebnis des ersten Teilabschnitts jetzt 162 Wattstunden. Das heißt, wenn ich jetzt mit 105 weiterfahre, Klimaanlage aus, dann würden wir hier oben natürlich irgendwas um die 200, 220 Kilometer reichen, um in Prag anzukommen. Ich werde es wieder so machen, wie auch schon in eines meiner letzten Videos. Supercharger seht ihr hier südlich von Prag. Da ist einer, der ist nicht weit weg vom Flughafen in Prag. Das heißt, falls ich hier nicht laden kann, kann ich dann nach der Rückkehr in 2 Wochen einfach hier hinfahren. Deswegen möchte ich so ungefähr 100 Kilometer Restreichweite haben. Jetzt nicht zu viel laden, weil beim Parken ist es inklusive in Prag, dass ich dann kostenlos nachladen kann. Das ist Teil des Parktarifs. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, bei 350 Kilometern ist dann auch gut und dann docke ich ab und fahre dann zackig darüber und dann schauen wir uns nochmal genauer an, wie viel denn der Verbrauch ist auf der Strecke bei Heizung an, Heizung aus und wir werden uns auch noch ein paar andere Geschwindigkeiten anschauen. Also heute nochmal Test unter winterlichen Bedingungen. Es ist immer noch recht kalt, 0 Grad momentan und wir schauen jetzt mal, wie viel wir jetzt gleich brauchen. Bleibt dabei. So, es geht weiter. Ihr habt gesehen, 359 Kilometer sind nachgeladen und das Ganze jetzt in knapp 25 bis 30 Minuten. Ging jetzt doch recht schnell und jetzt fahren wir mal. Ich setze jetzt den Lader zurück. So weit geht es jetzt auf die zweite Teilstrecke von 197 Kilometer und wir schauen uns das mal an, wie das aussieht. Ich muss jetzt hier noch eine Vignette kaufen für 2020, sobald ich in Tschechien einfahre. Aber ansonsten schauen wir uns auch mal wieder an, wie es ist vom Verbrauch mit Heizung und ohne. Heizung ist aus und es geht gleich los. Viel Spaß dabei. So, liebe Zuschauer, zurück auf der Fahrt nach Prag. Wir testen unter winterlichen Bedingungen die Verbräuche. Eingestellt sind jetzt 110 Autopilotengeschwindigkeit. Und höhenprofilstechnisch ist es sehr ausgewogen jetzt, sehr ausgewogen, knapp 50 Kilometer und wir schauen uns mal an, wir fahren jetzt 110, wir sind ja heute Morgen etwas kühler und 105 gefahren und hatten da knapp 160 und jetzt sind wir knapp bei 50 Kilometer und knapp bei 170, also ungefähr 10 Wattstunden pro Kilometer mehr. Wir schauen uns das mal im Höhenprofil an. Die letzten 50 Kilometer im Durchschnitt, so sah es aus und ihr seht 169 Verbrauch, Moment, aktuell Durchschnitt, also auf den letzten 50 Kilometern ist es doch relativ hoch und runter gegangen, aber wir halten fest, ohne Heizung, Heizung ist aus, keine Sitzheizung, Außentemperatur jetzt 3 Grad, wird ein bisschen wärmer. Und wir haben 50 Kilometer, also 168, knappe 10 Wattstunden mehr als vorher. Und also Unterschied jetzt, 110 Autopilot, 50 Kilometer sind zu fahren und diese Heizung ist auf Stufe 1 und die Gesamtheizung in Autofunktion auf Stufe 1. Okay, und ich melde mich dann zurück.
Ja, nach gefahrenen 52,9 Kilometern bei 110 km/h war dann der Verbrauch erstaunlicherweise hoch mit 206 Wattstunden pro Kilometer. Und das ergibt ein Ergebnis von 21,9% mehr Verbrauch für Klimaanlage an bei 20 Grad und der Sitzheizung auf Stufe 1. Ja, liebe Zuschauer, wir sind gut angekommen in Prag, heute bei der winterlichen Erprobung mit den verschiedenen Ergebnissen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und wir reden gleich nochmal über die Details. Hier lädt jetzt das Model 3 und in 2 Wochen werde ich dann wieder bei euch sein und euch weiter berichten vom Model 3 im Winterbetrieb. Ja, und hier in dieser Tabelle haben wir nochmal die Ergebnisse für euch zusammengefasst. Heute auf unserer Fahrt über 300 Kilometer mit dem Model 3 Performance. Wir sind einmal gefahren 105 Kilometer pro Stunde mit der Klimaanlage komplett aus, wo ich gefroren habe wie ein Schlothund. Der Verbrauch waren 162 Wattstunden pro Kilometer und das liegt ungefähr 5,9% über dem typischen Verbrauch, den wir ja, wie gezeigt, mit 153 Wattstunden pro Kilometer ermitteln, und damit errechnet das Model 3 dann seine Reichweite, angezeigt ungefähr 495 Kilometer. Dann sind wir 110 km/h gefahren bei Klimaanlage aus. Dort verbrauchte das Fahrzeug dann 7 Wattstunden mehr, 169 Kilometer. Das entspricht ungefähr 4,3% mehr für plus 5 Kilometer. Und dann das erstaunliche Ergebnis, 110 km/h, jetzt nur die Klimaanlage an, bei 20 Grad eingestellt und die Sitzheizung auf Level 1. Und wie gesagt, die Außentemperaturen waren zwischen minus 3 bis plus 2 Grad, also winterliche Bedingungen. Und ihr seht, mit 206 Wattstunden Verbrauch hat er 21,9% mehr Verbrauch gehabt bei gleicher Geschwindigkeit. Also der Einfluss der Klimaanlage scheint doch relativ hoch zu sein. Und hier haben wir das als Regeln für euch zusammengefasst. Der Test ergab, dass bei 100 km/h Fahrweise mit der Klimaanlage aus kann man die Reichweite erreichen, die das Fahrzeug auch anzeigt. Denn das funktioniert über den typischen Verbrauch, denn dann verbraucht man ungefähr 153 Wattstunden pro Kilometer. Bei unserer Fahrweise von 105, habt ihr ja gesehen, verbrauchten wir ungefähr 162. Wenn man jetzt 5 km/h schneller fährt, kommt die Regel 5% mehr Verbrauch für plus 5 km/h. Das kann man sicherlich auch in diesen Geschwindigkeitsbereichen ganz gut im Hinterkopf behalten. Und wenn man jetzt wirklich die Klimaanlage anmacht, dann verbraucht man ungefähr 20% mehr. Das ist natürlich wirklich erstaunlich. Also nochmal, 5% mehr für 5 km/h schneller bei Klimaanlage aus und 20% mehr für Klimaanlage an. Also das ist ein ganz gutes Ergebnis, und wenn man das im Hinterkopf behält, kann man sich ungefähr in einer Situation, wo die Batterie knapp wird, der Strom ausgeht, mal überlegen, ob man da nicht mal kurz ausmacht. Also das fasst diese Tabelle zusammen. Ja, wir haben es jetzt natürlich nicht gescheut, euch mal eine Reichweitentabelle zu schreiben, wo diese Ergebnisse nochmal so ein bisschen klarifiziert werden. 530 Kilometer WLTP-Reichweite würde bedeuten, das schafft man im Winter nur bei 92 km/h, und die 100 km/h würde man den typischen Verbrauch auf eine Reichweite von 495 Kilometer kommen, und wie gesehen, bei dem Verbrauch von 105 Klimaanlage aus mit 162 Wattstunden ergibt das eine maximale Reichweite bei 100% batteriegeladen von 465 Kilometer. Wenn man dann 110 fährt, 5% weniger, weil man 5 schneller fährt, 448, und jetzt der Knaller, wenn man die Klimaanlage anmacht, dann würde man 80 Kilometer verlieren und nur noch 368 Kilometer weit kommen. Doch ziemlich interessant, wie wir finden. Ja, noch ein kleines Schmankerl neben der Fahrt. Wie versprochen am Anfang, auftauen mit Hilfe der Tesla-App. Wir zeigen euch, wie das funktioniert. Hier an einem anderen Tag mein Model 3 Performance. Wie es dort steht, völlig eingefroren. Und ich schaue mir das jetzt mal an. 460 Kilometer waren geladen. Charging completed. Und jetzt mache ich per Tesla-App das Ganze an. Auf 22 Grad wird vorgeheizt. Es sind momentan minus 1 Grad im Interior. Und nach 10 Minuten Timer komme ich dann einfach wieder, schaue mir das mal an. Und so sah das denn aus. Wir sehen das Model 3 völlig freie Scheiben. Es ist aber auch zu sehen, dass das Ganze 10 Kilometer Reichweite verbraucht hat. Also doch einiges an Verbrauch. Man muss natürlich sagen, das Auto hat nicht weiter geladen während dieser Zeit, denn der Ladevorgang war ja komplett. Und jetzt sind es 22 Grad im Auto. Und so sah das Ganze jetzt aus, wenn ich einmal kurz ums Auto gehe. Ja, guten Morgen. 10 Minuten sind jetzt rum und ihr seht, der Wagen ist gut aufgetaut, zumindest was die Scheiben angeht. An den Scheinwerfern muss ich nochmal nachbürsten. Und hier schauen wir mal, ja, funktioniert. Also aufpassen, die Scheibe kommt runter und dann praktisch wieder zu. Ja, also alles gut.
funktioniert ganz gut. Hier nochmal die Scheiben. Super. Alles klar. Hier nochmal Fahrerseite. Wobei die andere Seite ist die Westseite. Das kälter sein, aber ist doch gut. Und so kann man dann losfahren. Also perfekt. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis demnächst. Keep safe, enjoy the ride.